Beim Tier 30 Mission Mondi. Macht Outer Aim schon Spaß. Hab mir gerade schon so einen kleinen Ruski-Infanteristen, der durch den Wald gerannt ist, gegönnt. Achso, wir kommen von Empfangsgeräten. Wir sind ja Frühstück. Der Clan, wir spielen Dingsbums hier. Am nom 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 nom. Ivans. Das. Ich bin angepisst, ich habe ein Emo mit dem Tank. Emo? Emo Metaller. Steht da. Das sind doch diese Kinder, die sich die Haare schwarz färben und weinen viel, oder? Und lesen so einen Kack wie hier dieser Vampirmist mit dem Glitzervampir da. Twilight. Ich weiß nicht, wie das lesen. Twilight. Ach, keiner, irgend so ein Kack, so ein Mädchenscheiß. Twilight, Monty, Twilight. Twilight. Keine Ahnung. Irgendwas mit Light. Irgendwas mit einem Glitzervampir, das weiß ich schon. Was ich cool finde, ich habe mein erstes Gefecht in dem Panzer gemacht und gleich Stufe 1. Also dieses Rangabzeichen 1. Mein allererstes Gefecht in diesem Panzer. Mein Panzer will aus irgendeinem trolligen Grund nicht mehr vorwärts fahren. Vielleicht fährst du gerade wogegen irgendwie. Hier ist sondern die Map zu Ende. This is the end. This is the end for you, my friend. Das ist ja echt ein richtiger Panzer. The only friend. The end. Oh, 56. 0 kommt die 1 auch gut. Mit Outer Aim hat sich alles weg. Katz, die Katz. Ist am Fallen. Was kommt da? Hast das von World of Tanks zu Heroes and Generals wechseln, die Panzer fahren sich so anders. So, ich weiß nicht, du bist schon mal im Panzer gefahren, fahren die sich realistischer oder einfach... Was? Also ein echter Panzer fährt man nicht mit Maustastatur. Ja, das war mir jetzt auch klar soweit. Also ich bin noch nie im Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg gefahren, ich kenne nur Bundeswehrfahrzeuge. Ist das nicht dasselbe, mehr oder weniger? Nicht wirklich. So, A ist die Basis bei denen drüben, ja, okay, dann nutzen sie eigentlich die Feldhöhe, da kommt schon wieder. Verpisst euch alle, ich will angreifen. Und schicken alle im Weg. Treffer, mit dem Panzer geschützt, das war bitter für dich. Oh, ich soll vielleicht in meinem... B ist aber hier oben und ich bräuchte hier eigentlich Infanterie, um es zu cappen. Ach, wir cappen das jetzt so. Stehen noch genug Panzer dran, stehen aber vier Panzer dran. Oh. Ah, ist das ein schönes Gefühl. Du fährst noch Panzer, oder? Ja, aber gerade über 60, das ist ein Weltwunder, wenn du mal... Ich bin noch nie über 60 gefahren. Nom 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 nom, Russenpanzer! Wer der Nächste? Ist noch hier oben. Ja. Bei B. Ja. Bitte schalt mir mal einen Panzer aus. Ich komme bei dir als MG-Schütze rein, mein Panzer brennt. Panzer Dankeschön. Brennt? Wo ist denn dein Panzer? Der ist schon tot. Ja, ich bin ist auch okay. Schon tot. Sind alle schon tot. Und keine Eier. Ja, oh. Ja, ich bin halt gerade alleine gegen 10 Mann rein. Hey, schon ganz große Eier. Ich wollte das und ich war wieder allein, wurde gesprengt. Links von uns. Was ist links von uns? Da war Infanterie. Ich sehe keine Infanterie. Ich hab hier nur den Panzer. Die sind in unserer Base. Die sind schon wieder in unserer Base. So, dann lösen wir den hier auch noch auf, würde ich sagen.
Hier war auch kein Feindpanzer. Ah, da kommt was. Also entweder leckt das oder die haben die Steuerung der Panzer noch unhandlicher gemacht. Ich verstehe nicht, wo ist denn der Jeep? Weil der nicht mehr um Kurven kommt. Über uns stehen zwei Panzer. Fahren wir doch mal hinter die, oder? Eine schöne Idee. Damit hätten die doch jetzt nie gerechnet. Achtung, ist ausgestiegen. Ich hab's gesehen. Ach komm schon, fahr vorwärts, Panzer. Da rennt er. Wie ein Kanickel hüpft er weg. Die nehmen den. Und wieder gesprengt worden. Och, das finde ich in diesem Spiel so kacklächerlich. Sind die Panzer von denen denn? Warum zum Geier starte ich mit dem Panzer im Wald? Ach, da ist ja wieder so ein Holzstamm, wo ich nicht drüber oder dran durchfahren kann. In unserer Base sind sie jetzt und sprengen uns in die Luft. Och, ich habe ja schon fast keine Lust mehr. Ach, da liegt jemand in so einem Stein. Vor uns, direkt vor uns. Ich bin tot. Wie, du bist tot? Tot. Spaziergang alleine oder was? Zum Captain ausgestiegen und dann gestorben. Oh, das war ja dann nicht so die Glanzleistung, wa? Jetzt. So, da muss ich wohl auch gerade mal aussteigen. Das war eine Scheiße und hier nehme ich direkt einen Russen mit einer MP. Aber 7 Kills und ein Death bis jetzt. 7 Kills, ein Death. Alles gut. Monty Rage quittet oder spielt er noch mit? Er spielt noch. Am Infanteris genommen. Ich hatte das genervt, dass ich ständig gesprengt wird von irgendwelchen Kack-Noobs, die mit ihrem Jeep ranrasen, kleben in die Mine hin, schießen drauf und fahren weg. Und kein Infanterist in der Nähe. Und wenn ich aussteige aus meinem Panzer, habe ich nur einen Schraubenschlüssel, den sie jetzt kaputt gepatcht haben, man kann keinen mehr mit totschlagen. Jetzt nehme ich jetzt meinen Infanterist. Klar, dass mich jetzt wieder der kleinste Knüppel hier auffällt. Dummkopf, steigt da noch in das Auto in, das ich gerade schieße.
Jetzt los. Ach du Scheiße. Ah, oh, Kacke. Was ist denn nur gerade so extrem explodiert? Vorsicht, die Straße hoch zu B ist vermint. Da bin ich gerade drauf gefahren. Und wir haben einen russischen Scharfschützen in der Nähe von unserer Base. Da stand nicht gerade ein herrenloser Panzer von uns rum. Da wurde einer oben aus dem Turm geschossen. Ja, um so ein Hi-Opi aus dem Turm zu schießen, muss man ja kein Scharfschütze sein. Nein, aber da stand gerade wieder irgendwas mit Zielfernrohr. Fick de Scheiße, wieso sieht der mich jetzt? Wo ist der denn? Nutze Fliegen drumrum, Kreise. Ach, da steht er rechts von mir im Wald, ich glaube es nicht. Kampfeinheit besiegt, okay. Nehme ich hin. Halt Infanterie. Mir doch egal. Panzer da oben kann ich mal jetzt trotzdem direkt. Leck mich am Arsch! Oh, der andere heißt Rahis Saar. Saarländer. Aus dem Hintertür. Baum. Ehrlich. Ach, das ist ein scheiß Panzer. Ich oh, gar nicht was soll klar. Das Baumstumpf? Hält jetzt mein 38 hier auf. Alles klar. Ja, super. Genau. Ich hab's überlebt. Faszinierend. Slutscher. Meine Karre fährt auch noch. Ich glaube, ich mache weiter mit Kamikaze. Bis jetzt gewinne ich nur. Scout ist nicht Kamikaze. Ist mir egal, ich gewinne die ganze Zeit nur. Du hast da glaube ich was falsch verstanden. Ja, jetzt fahre ich eh gegen Tier 5. Da ramme ich irgendein KV-1 weg. Mal gucken. Was macht denn der, der dumme Russe? Ich klaue mir gerade einen Panzer 38T. Oh, du Scheiße, nein. Hast du es gesehen, Molly? 56 Durchschlag, kommt der nirgendwo durch. Ja, ich bin damit beschäftigt, auf die zu schießen. Ich bin angefangen, von der Panzerfäuste auf mich schießen. Dann zieh mich mal um. Kann ich mal ein bisschen nehmen, bis ich mich verstecken kann. Da kann sich einer mich ranschleichen, mich sprengen. Thank you.
Ja, immerhin stehe ich oben. Ja. Da stehe ich noch deutlich hier oben. Diese Russen siehst du im Wald nicht, ne? Das war mit Amis so auch schon mit ihrer grünen Klamotte. Witzigerweise stehe ich gerade über dem Russenspawn mit einem Panzer, den ich geändert habe und töte da... Alles, was irgendwie geht. Aber trotzdem stehe ich noch oben. Direkt neben mir haben sie eine Panzermine gelegt und wollte dann mit ihrem eigenen Auto abhauen und sind selbst drüber gefahren, haben sich gesprengt. Das haben sie verdient, ey. Das haben sie wirklich. Also mich hat's mitgerissen, aber trotzdem. Ich hätte die gar nicht ausgelöst, glaube ich. Vater voll drüber, dachte er kann abhauen. Obwohl, ich wäre wahrscheinlich drüber gefahren. Ich hätte mir ja gejagt, das war ja sein Plan. Nur er hätte halt nicht selbst drüber fahren dürfen. Und du bist Erster. Warum höre ich denn erstaunen? Ich bin der Planführer von den Fracker. Monty, das darfst du doch nicht machen. Ich habe mich darauf aufmerksam gemacht, sonst wäre mir das nie aufgefallen. So nie sich das im Schwelge jetzt erinnern, in diesem wiedergewonnenen Autorität. Welche Autorität? Ruhe jetzt. Lass mir meine Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung. Oh, mein Gott. Ui. Hier gibt es keine Autorität. Was macht man mit dem Scout? Oh, Husky? Egal, alle töten. Genau, mach das mit deinem Scout. Das ist ein guter Plan. Bis jetzt habe ich mir 100% Siegrate mit dem Scheiß. Das hat mir jetzt mal gefallen. Immer noch alle Probleme, aber jetzt nicht so schlimm. Wie vorher, aber guck mal, mein Infanterist hat leichte Panzer 2 gekriegt gerade. Dann würde ich sagen, wir sehen uns mal. Tschö.